In diesem Video zeige ich dir, wie du wirklich leckere Waffeln selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben und eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Alles, was du dafür benötigst, sind ein paar Zutaten und ein Waffeleisen. Doch zuerst kümmern wir uns um den Teig. Dafür packst du einmal die Eier mit dem Zucker, der Prise Salz und der Tüte Vanillezucker in eine Schale und verrührst das Ganze einmal mit dem Mixer auf höchster Stufe. Wenn die Masse so richtig schön schaumig ist, dann nimmst du einmal die Butter und rührst sie ebenfalls mit unter. Und zum Schluss musst du nur noch das Mehl, Backpulver und die Milch ebenfalls mit in den Teig geben und einmal ordentlich unterrühren, damit der Teig dann eine schöne glatte Masse ist, die wir nachher einfach in das Waffeleisen geben können, um die Waffeln ganz einfach selber zu machen. Jetzt, wo all diese Schritte erledigt sind, können wir uns schon mal um das Waffeleisen kümmern. Denn dieses solltest du am besten mit ein bisschen Öl einschmieren, damit die Waffel eben nicht einfach an dem Waffeleisen kleben bleibt, sondern super leicht zu lösen ist. Dann gibst du einfach einen schönen großen Löffel deines Teiges in das Waffeleisen, klappst dieses zu und lässt die Waffel einmal ordentlich durchbraten. Je nachdem, wie heiß du dein Waffeleisen eingestellt hast, dauert das so ungefähr 2 bis 4 Minuten, bis die Waffel dann gut ist. Du kannst zwischendurch einfach mal reingucken, ob sie schon gut ist. Die sieht schon wunderbar aus. Am besten gibst du jetzt noch ein wenig Puderzucker auf die Waffeln, dann schmecken sie gleich noch ein ganzes Stück besser. Du kannst sie natürlich auch einfach so essen oder dir zum Beispiel eine Kirschgrütze dazu machen. Ein bisschen Eis passt auch. Eigentlich kann man Waffeln mit vielen Sachen kombinieren, die dann wirklich gut schmecken. Lass deiner Fantasie da einfach freien Lauf und genieß die Waffeln. Und so einfach kannst du Waffeln selber machen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du das Rezept schon mal gemacht hast und womit du deine Waffeln kombiniert hast. Und abonniere unbedingt auch den Kanal, damit du kein neues Rezept mehr verpasst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachmachen des Waffelrezepts und wünsche dir einen guten Appetit.